Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Ich bin Ram und heute starte ich ja mit der Kampagne von StarCraft 1. Also wirklich von dem Original von 1998. Dazu ja, erstellen wir erstmal eine neue ID und was kann das anderes sein als ja, mein Gaming-Name, sag ich mal. Okay. Und ja, alles richtig schön oldschool hier. Das weckt Erinnerung. Und ich denke, ich muss mit den Terranern starten. Terraner-Kampagne. Rebellion. In den 10 Jahren seit dem Ende der Gildenkriege behauptete die mit harter Hand regierende Terranische Konföderation unangefochten ihre Macht im kolonisierten Weltraum. All dies änderte sich jedoch schlagartig vor 4 Tagen. Als eine riesige Alienflotte aus dem Warpraum kam und Tod und Verwüstung über die völlig unvorbereitete konföderierte Welt Chausara brachte. Die Konföderation befürchtete nun, dass das nächste Ziel der Invasionsflotte die Kolonie Marsara sein könnte und hat sie losgeschickt, dies zu verhindern. Als amtierender Magistrat müssen sie die Kolonisten beschützen und dafür sorgen, dass die Panik nicht noch höhere Wellen schlägt. Willkommen auf Marsara, Magistrat. Das Material für die von Ihnen gewünschte Vorführung ist bereit und kann jederzeit betrachtet werden. Um die Demonstration zu beginnen, wählen Sie einfach Start an. Sie überspringen die Demonstration, indem Sie Überspringen anwählen. Das T-280 WBF ist das wichtigste Element bei allen Bau- und Sammeloperationen in feindlicher Umgebung. Dann bauen wir doch davon gleich noch ein paar mehr. Um eine blühende Kolonie zu errichten, benötigen Sie mehrere WBFs. Zusätzliche WBFs können Sie in der Kommandozentrale bauen lassen. Jetzt geht's rund! Los, los, los! Gut, das habe ich mir aber schon gedacht. Wahnsinn. Die Kommandozentrale ist quasi das Haupthaus. Sind Sie sicher, dass Sie wissen, was Sie da tun? Wenn Sie uns in feindliches Gelände schicken und wir uns verteidigen sollen, dann verwenden Sie den Befehl angreifen. Wenn wir aber das feindliche Feuer ignorieren und genau an die Stelle gehen sollen, die Sie anvisieren, sollten Sie den Befehl bewegen verwenden. Also, welche Order soll es denn jetzt sein? Los geht's! Jasse? Na, der arbeitet nicht von alleine. Ich habe den Sammelpunkt zwar da drauf gesetzt, aber das macht er nicht. Hier haben wir Gebäude bauen. Und ja, wir benötigen mehr Versorgungsdepots. Um zusätzliches Personal auszurüsten, müssen Sie über genügend Versorgungsdepots zur Unterstützung dieses Personals verfügen. Sie können WBFs verwenden, um zusätzliche Versorgungsdepots zu errichten. Bin doch schon dabei, kleine Maus. So, das Hauptgebäude jetzt erstmal ein bisschen näher ran, dass die nicht mehr so weit laufen müssen. Ist natürlich richtig cool, dass man das machen kann. Verstanden. Ich glaube, das geht nur bei den Terranern. Und auch nicht bei allen Gebäuden. Versorgungsdepots zum Beispiel, die können sich, glaube ich, nicht in die Luft erheben. Alles fertig. Aber das ist zum Beispiel auch sehr hilfreich, wenn man von, ja, nur Bodentruppen angegriffen wird. Ich sag mal, von einem ganzen Haufen Zerglinge. Kann man das einfach hoch in die Luft schicken und dann können die nichts mehr machen. Ja, so hier funktioniert wirklich sehr vieles, genau wie in Warcraft 3. Mit dem Sammelpunkt finde ich ein bisschen komisch, dass das nicht funktioniert, dass man die per Hand dann nochmal in... Ja, wer ist das Zeug hier eigentlich? In diese Kristalle schicken muss. Angriffstaste ist A. Also auch genau wie in Warcraft 1... Warcraft 3. StarCraft 1, Warcraft 3. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Ja. Da mal sammeln. Mal gucken. Also das Gebäude konnte ich auch mit der STRG auf Taste legen. Genau wie meine kompletten Einheiten.
Haben schon alle in Gruppe 1 gezogen. Jedenfalls so viele wie gehen. Und jetzt heißt es wirklich weitere Arbeiter. Oder in diesem Fall WWFs bauen. Alles Roger. Na mal gucken. Ich habe das Tutorial jetzt absichtlich nicht übersprungen. Gehört ja einfach dazu. Ja, hat funktioniert mit der Angriffstaste. Ich denke zwar, die auch hätten auch automatisch angegriffen, aber es geht auf jeden Fall. Und hier können wir Gas abbauen. Ja, funktioniert mit der Raffinerie. Nicht genügend Mineral. Das ist eigentlich alles relativ einfach. Bis jetzt. Später muss ich dann halt noch lernen, welches Gebäude wofür da ist. So, wieder angreifen. Wahnsinn! Jetzt geht's rund! Los, los, los! Los geht's! WWF-Abflug bereit, Sir. Bestätigt. Ist ein bisschen langweilig, hier nur in der Base rumzustehen, deswegen schicke ich meine Soldaten mal ein bisschen los. In der Raffinerie wird Vespingas verarbeitet und in eine Form gebracht, die sie mit ihren WBFs transportieren können. Los, los, los. Das ist sehr jetzt schön. Geht's rund. Los, los, los. Also auch wieder ähnlich wie in Warcraft. Da gibt's halt Gold und Holz. Warte auf Befehle. Hier gibt's halt diese Kristalle und das Fingas. Ich glaube, sie sagen auch mal, wir benötigen mehr Mineralien. Ja, in dem Fall jetzt weitere Depots, ist halt wie in Warcraft die Höfe. Also dieselben Sprüche wie immer. Nerven mich jetzt schon. Gut. Kann ich eigentlich auch ein paar WBFs noch hier in die Raffinerie schicken. Ich denke, 3 reichen. Und dann müsste die Aufgabe eigentlich gleich erfüllt sein. Damit ist die Vorführung zu Ende. Ja. Auf der Basis Marsara erwartet sich jetzt ein Buffet und auserlesene Getränke. Juhu, auserlesene Getränke. Gut. Wir haben den Sieg. Das ging jetzt relativ fix. Und ich würde sagen, jetzt bin ich bereit für die Kampagne. Also, los geht's.